ich habe mich gestern ein bisschen vorgestellt im Seminar. Ist heute das Interesse auch da, ein bisschen was noch mehr von mir zu erfahren, persönlich, professionell? Es hilft mir, wenn Sie mich einfach was fragen, dass ich eine Idee kriege, was Sie interessiert. Wie soll ich das sagen? Ich habe eine Wahlverwandtschaft zu dieser Schule, aber ich würde mir nicht anmaßen, mich als Jungianer zu bezeichnen, weil ich keinem Institut angehöre. Aber mit der jüngsten Psychologie verbindet mich eine lange, auch persönliche Geschichte. Der Vater meiner Frau war ein begeisterter Jungianer und ihr Onkel ist ein Lehrtherapeut dort. Und ich bin mit der jüngsten Psychologie als Student der Wirtschaftswissenschaften zum ersten Mal überhaupt in Kontakt gekommen. Insofern ist es etwas, was mich sehr lange begleitet. Und von den Tiefenpsychologien, die ich kenne, halte ich die jungsche Tiefenpsychologie die für mich fruchtbarste und die umfassendste. Also ich kann damit eine Menge anfangen. Und es wundert mich nicht, dass auf vielen New Age-Kongressen, wenn auf Tiefenpsychologie Bezug genommen wurde, es immer die jungsche Psychologie und nicht die Freudsche war, die eben von ihrem ganzen Sprachmodell her doch sehr im Mechanistischen verhaftet geblieben ist, während das Jungsche da viele Möglichkeiten bietet. Noch Fragen? Viele von Ihnen werden ja wahrscheinlich gestern auch mit dabei gewesen sein, wenn es da Dinge gibt, die Sie noch, ich will das Thema nicht jetzt nochmal ganz neu aufwärmen, aber wenn es noch etwas gibt, was Sie beschäftigt, womöglich behindert, das sich auf das heutige Thema einzulassen, können wir auch gerne kurz darüber reden. Ich würde noch interessieren, ja. Wie Sie therapeutisch heute arbeiten, eher analytisch orientiert, systemisch oder beides eine Vermischung bekommen? Bernd Schmidt-Style. Wie soll ich den bezeichnen? Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht was einfließt. Bitte? Vielleicht was Sie selber denken, was einfließt. Nochmal? Was einfließt in Ihre. Was einfließt. Also ich würde sagen, außer meiner Persönlichkeit, ne, das wozu ich versuche herauszufinden, was für eine Figur könnte ich denn auf der Welt spielen. Ne? Nicht irgendeine, die mir irgendeine Schule oder die gegenwärtige Mode oder die Beliebtheit anbietet, sondern die eine, die geht für mich, das Beste von meiner Sorte zu machen. Dabei stehe ich glaube ich, auf drei Beinen heute hauptsächlich theoretisch. Eine ist die Transaktionsanalyse. Ich bin ja Lehrtherapeut für Transaktionsanalyse. In ihrer differenzierten Form. Ich weiß, dass häufig auch ein Vorteil existiert gegenüber einer sehr einfachen Transaktionsanalyse. Das ist das eine Bein, die Transaktionsanalyse. Das andere Bein ist die systemische Therapie, die aber eigentlich eher eine Perspektive, also eine Metaperspektive ist. Und das dritte wäre die jungsche Psychologie. Ich glaube, das sind meine drei Hauptbeine. Ah nee, ich glaube, da muss ich noch ein viertes hinzufügen, das ist die Eriksonische, also milden Eriksonische Ansatz, von dem ich sehr, sehr viel integriert habe. Vier Beine. Vier ist auch besser von der Zahlensymbolik her. Es hängt vom Gelände ab. Man kann, wenn man am Rand steht, leichter kippen bei drei. Noch Fragen? Bitte. Ja, wie stehst du zu dem Ahnungsproblem? Das ist auch neuere Arbeiten von Jung-Institut, wo gesagt wird, dass er das aus seiner Sicht gesehen hat, wenig darüber geschrieben hat, mehr das Ahnungsproblem, das Anima-Problem, was der Mann hat. Mhm. Und das ist auch negativ bewertet hat. Ja. Die Ursula Baumgart in ihrem Blaubartbuch. Drosselbart, ja nicht. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe es immerhin schon gekauft. Das ist ganz klar, das ist natürlich ein Spezialpunkt aus der jungschen Psychologie, aber da hat Jung sicher eine einseitige Theoriebildung vorgenommen, die ich nicht teile. Und da sind einige der schwierigen Verführungen, die auch aus der Zeit mitverständlich sind, noch in die Theorie eingeflossen.
Ich halte es auch für theoretisch für verwirrend, die Gleichsetzung von Jung, dass Anima mit Seele des Mannes gleichgesetzt wird. Weil das Gegenstück müsste ja sein, dass Animus die Seele der Frau ist. Und das ja, zu Recht. Gut, da wäre nochmal eine andere Diskussion, was ein Archetyp ist. Aber ich meine, dass Jung da einige Einseitigkeiten gezeigt hat, um die ich mich einfach nicht groß kümmere. Also ich gehe unbefangen und schöpferisch mit der jungschen Psychologie um. Also nicht schulmäßig. Ich weiß noch nicht mal, wie es schulmäßig richtig sein müsste in vielem, sondern ich bediene mich einfach. Kann ich dann zum Thema? Können Sie? Das wäre nett, wenn Sie die Türe zumachen. Ich fange vielleicht mit einer ganz unkonventionellen Dimension an, das Unkonventionellste, was ich manchmal in der Traumarbeit mache. Ich nehme ein Geschehen, das in der Tagwirklichkeit geschieht, das ist jemandem widerfahren etwas, und sage, angenommen, du hättest das geträumt, wie würden wir diesen Traum deuten? Ich möchte damit etwas markieren, was mir wichtig ist, dass ich nämlich prinzipiell die Traumarbeit nicht als eine völlig eigene Domäne ansehe, sondern eher als eine Art und Weise, wie wir mit dem sinnerfüllten symbolischen Ausdruck unserer selbst umgehen. Und dieser spielt selbstverständlich in unserem Tagleben genauso eine Rolle wie in unserem Nachtleben. Wir sind nur nicht gewohnt, die Symbolik des Taglebens sehr zu befragen. Und dann hat ja Jung, außer der ja auch schon früh den Kausalzusammenhang als den wichtigsten Zusammenhang in Frage gestellt hat, sich mit anderen Zusammenhängen beschäftigt zwischen Ereignissen. Und ein Schlagwort, das Sie da vielleicht kennen, heißt Synchronizität. Das ist eine Überschrift, die er dafür verwendet hat, dass psychische Erscheinungen und physikalische Gegebenheiten zusammenfallen. Und das Verbindende an ihnen ist der Sinn, den sie machen. Also der Sinn als organisierendes Element von Ereignissen. Und daran dachte ich sofort, als ich zu meiner Überraschung las Bert Brecht Bau. Ich habe vor etwa, weiß nicht, 12 oder 13 Jahren zusammen mit meinem Freund Gerhard Portele einen Aufsatz geschrieben über Brechts Verfremdungseffekt und soziales Lernen. Brecht war ja da ein Systemiker in seiner Theaterauffassung. Er hat ja was ganz Wichtiges getan mit diesem Verfremdungseffekt. Er hat nämlich gesagt, verliert euch nicht in dem Drama, wie es sich entfaltet, sondern bleibt immer wach dafür, dass es gestaltet ist und dass es genauso gut anders sein könnte. Und wie sind denn die Zusammenhänge, dass es jetzt so weitergeht in der Geschichte? Und was wäre denn, wenn es anders weiterginge? Also der Optativ, der Hinweis auf die mögliche andere Entwicklungslinie, die uns erst einen Kontrast zum Verständnis des sich entfaltenden Dramas bieten, ist bei Brecht ein ganz wichtiges Stilelement, um nicht zu verfallen der Dramatik der Ereignisse. Und insofern ist es ein Zufall vielleicht, dass ich gerade mit diesem systemischen Ansatz für Umgang mit Träumen hier referiere. Weil das eigentlich das ja ganz ähnlich ist. Ich verwende gern die Formulierung, wenn es ein Zufall ist, ja, aber warum fällt es mir zu? Ja, ich möchte mich ein bisschen orientieren, dass ich weiß, wo Sie sind in Bezug auf mit Kenntnis mit Träumen. Ich habe ja mein Thema formuliert unter dem Gesichtspunkt, ich versuche das, wie kann man neu konzipieren einen Umgang mit Träumen, wenn man als Systemiker nicht mehr daran glaubt, dass sie eine Wirklichkeit repräsentieren, sondern dass Träume auch eine
eine Konstruktion einer Wirklichkeit in einem Kontext sind. Das ist von daher etwas spezifisch. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spezifisch ich da gleich loslegen kann. Wer von Ihnen ist denn im Prinzip mit Traumarbeit, mit Symbolverständnis, auch etwas mit vielleicht der Jungschen, mit dem Jungschen Umgang mit Träumen, Subjektstufe, Objektstufe, vertraut? Könnte ich da gerade mal Hände sehen? Aber das sind doch wenige, so dass ich wahrscheinlich gleichzeitig überhaupt etwas über Umgang mit Träumen, also wie ich mich darauf beziehe, sagen muss. Ich habe da so ein schönes Manuskript, vielleicht gucke ich da mal rein, wo ich anfange. Ich möchte zunächst nochmal auf meinen Begriff von Therapie gehen, denn der Umgang mit Träumen steht bei mir oft im Zusammenhang mit Therapie, nicht immer. Und meine Definition von Therapie nochmal anbieten, ich sehe darin einen ko-kreativen Vorgang der Wirklichkeitsfindung. Dieses Wort Wirklichkeitsfindung ist mir neu gekommen, als ich so ganz auf der konstruktivistischen Seite der Welt war, sprach ich von Wirklichkeitserfindung. Aber es ist die Frage, erfindet man nur so beliebig und zufällig oder erfindet man etwas, was auch da ist? Es ist mehr als nur erfinden. Man kann nicht alles erfinden. Man kann nur etwas erfinden, was auch möglich ist, und ich vermute, es ist nicht alles möglich. Deswegen möchte ich diesen Aspekt des Etwas-da-Findens nicht mehr herausfinden im Sinne, das ist die Wahrheit, die nur es zu entdecken gilt, aber schon, da, es ist nicht, auch nicht beliebig, deswegen sage ich Wirklichkeitsfindung. Wir sind heute assoziativ dazu Begriffe gekommen wie Urteilsfindung, Wahrheitsfindung, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein ähnlicher Aspekt mit drin ist, dass man über diese Zweigeteiltheit weiß, dass es etwas ist, worauf man sich beziehen muss, was schon da ist, und dass es dennoch etwas ist, was man schafft, durch das, dass man sich darauf bezieht. Das heißt, wenn wir mit dem Phänomen Träumen umgehen, gehen wir mit einem von einem Klienten eingebrachten Wirklichkeitsentwurf um. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, wer ist der, der entwirft? Und ich verwende dafür eine Metapher. Ich rede vom Traumregisseur. Ich verwende gerne, um mit Träumen umzugehen, die Metapher des Theaters. Ich möchte dazu sagen, dass ich sonst von Theater überhaupt nichts verstehe, sondern dass ich erschließe aus meinem Umgang mit Träumen, wie man wohl Theater begreifen könnte. Dass nämlich in uns Instanzen sind, ein Regisseur oder eine Regisseurin natürlich, die eine nächtliche Inszenierung einer Wirklichkeit schaffen, die eine der vielen Ebenen ist, in denen sich ein Mensch in seinem Kontext ausdrückt. Eine der vielen, nicht die einzige. Und wir haben nun das Phänomen, dass ich Dialogpartner bin mit einer anderen, die ihrerseits Dialogpartnerin ist mit dieser Inszenierung. Wichtig dabei ist, und deswegen ist das Theater ganz nützlich, dass es nicht nur um die Story geht, die erzählt wird, sondern alle Umstände und Stilmittel der Inszenierung selbst sind genauso Ausdrucksmittel und erzählen genauso ihre Geschichte wie die Story, die berichtet wird. Aber es wird noch komplizierter.
Seien Sie bitte gefasst darauf, dass es ein bisschen komplex wird. Das ist das Blöde, wenn man erstmal anfängt zu differenzieren, dann lösen sich die Einfachheiten auf. Ich liebe das, aber es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Sie dürfen übrigens gern zwischenfragen. Ne? Also Vortrag heißt nicht, Sie dürfen nichts sagen. Manchmal hilft es mir sogar, im Kontakt zu dem zu kommen, was Sie dann auch beschäftigt. Also wenn Ihnen was nicht klar ist oder Sie was sagen wollen, tun Sie das gerne. Wenn es mich zu sehr abhält, dann sage ich es dann. Was ich jetzt heute tun will, ist nicht mich mit dem Traum und seiner Symbolik beschäftigen. Das ist nicht mein Thema. Dazu gibt es genug Bücher auf dem Markt. Mein Thema ist die Frage, wie können wir das Phänomen des Umgangs mit dem Träumenden fassen? Also ich gehe zurück, ne, die Kamera ist gerichtet auf den Traum und wie können wir ihn deuten? Und was ja das Positive an diesem wirklichkeitskonstruktiven Ansatz ist, anstatt dass wir sagen, was ist denn dahinter, damit wir es verstehen, gehen wir nach hinten und sagen, lass uns mal gucken, in welchem Zusammenhang wir die Dinge verstehen können, damit wir sie verstehen. Das heißt, eine andere Perspektive, aus der heraus wir versuchen, Zusammenhänge und Bedeutung zu finden. Ja, also ist die Bewegung nach hinten. Nicht, wenn ich es nicht verstehe, dann muss was dahinter sein. Und so grabe ich immer tiefer. Manchmal sage ich etwas respektlos, jeder Kleingärtner weiß, dass es nicht Sinn hat, endlos tief umzugraben. Das Fruchtbare ist nicht tief unten, sondern hat was mit der Ökologie zu tun, an der Oberfläche. Mein Thema heute ist also eher die Frage, wie kann man verschiedene Betrachtungsebenen voneinander unterscheiden, wenn wir mit dem Phänomen des Träumers, des Träumenden, des Erzählen des Traums, der Situation, in dem der Traum erzählt wird, die Sprache, mit der der Traum erzählt wird, umgehen. Also eine ganz verschiedene Betrachtungsebene, die jede wiederum ihre Geschichte erzählt. Und ich versuche mal ganz zurückzugehen. Ist das verständlich? Also überhaupt mal von der Position her. Sie müssen noch nicht gleich eine Idee haben, was das praktisch bedeutet, ne? Sondern nur mal eine Haltung einnehmen. So, das, was ich mache, wenn ich von Traumarbeit rede, dann mache ich etwas, was ich nennen würde, den antithetischen, schöpferischen Dialog mit einem Träumenden anlässlich eines Traums. Nochmal, den antithetischen, schöpferischen Dialog mit einem Träumenden, wir müssen noch Klammer, in einem Kontext, Klammer, anlässlich eines Traums. Und Sie, schon aus der Definition merken Sie, wie weit hinten der Traum kommt. Und ich sage anlässlich eines Traums. Denn das schließt ein, dass ich sehr häufig den Traum inhaltlich gar nicht sehr ausführlich behandle, sondern das Erleben eines Traums, das Erzählen eines Traums häufig nur als Anlass nehme, um schöpferisch eine Situation zu gestalten mit meinem Gegenüber, nämlich mit dem Träumenden. Also mein Gegenüber ist der Träumende, nicht der Traum in erster Linie. Antithetisch, das ist ein Begriff, den wir in der Transaktionsanalyse viel verwenden, ich will ihn kurz erläutern. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen, zumindest in Therapien häufig, in der Wirklichkeit, die sie gestalten, im Dialog mit dem Therapeuten, in der Therapiesituation, auch die Leitideen, die sie einschränken, vortragen, die Thesen, die Ideen über die Wirklichkeit, mit denen sie zu eng leben, mit denen sie nicht genügend Optionen sich eröffnen können, dann ist er plötzlich in seiner Angst. Dann könnte die These sein, das, was ich zuerst als wichtig erkenne, lasse ich untergehen in meinen Fantasien und Gefühle,
die um das Wichtige, wenn ich damit kommen möchte, herumranken. Ich halte es nicht für genügend gut, es ist ein Fetzen. Wenn das die These wäre, wir unterstellen das mal, dann wäre es thetisch, wenn ich jetzt mit seiner Angst vor der Gruppe und dem gehen würde. Antithetisch wäre, würde sagen, lass mal die Angst weg und lass uns dieses Fragment anschauen. Dann guckt er mich an, Fragment. Ich bringe eine antithetische Sprache und er sagt, ja, Fragment ist ein Teil, der für das Ganze steht. Und du hast ein Traumfragment, wenn ich recht verstanden habe. Ach so. Allein der Wechsel von Fetzen zu Fragment und die Erläuterung schafft eine andere Gestimmtheit und eine andere Haltung diesem Ding gegenüber. Würde ich noch so interessante Arbeit machen, würde aber auf diese Weise dieses Stück Traum hinten runterfallen lassen, dann wäre das bezogen auf diese Thesis konform und problematisch. Die Thesis, das Neue, das noch nicht ausgereift ist, ist nicht wertvoll, wenn es überhaupt unausgereift ist. Das heißt, das Allerwichtigste, wie in jeder Psychotherapie, im Traumdialog ist die antithetische Prozessgestaltung. Wobei es natürlich eine Frage der Perspektive ist, was wir als Thesis definieren und als Antithesis, das ist klar. Wir sind immer, um ein anderes Schlagwort, das zurzeit gängig ist, mitzuverwenden, wir sind dabei bemüht, eine sogenannte Lösung zweiter Ordnung zu finden. Das heißt, eine neue Regel einzuführen, nicht innerhalb der bekannten Regeln einen Wechsel zu vollziehen. Also, der Mensch, der sagt, ich habe da ein Fetzen und jetzt habe ich viel Angst und die Angst wird gleich furchtbar groß, der neigt vielleicht auch zur Eskalation von Bedeutungen, auch von Bedeutung seiner Gefühle. Jetzt hebe ich ihm das hervor mit dem Fragment. Und dann fängt er plötzlich an, und dann nimmt er das, dass man das wichtig nehmen kann, und er fängt plötzlich an, in diesem Stück Traum das größte Goldstück, das er je gesehen hat, zu sehen. Und was er jetzt macht, ist, könnte man denken, aha, wunderbar, meine Intervention hat geklappt. Zur Thesis, ich mindere das in seiner Bedeutung, zeigt jetzt eine Antithesis. Er nimmt es richtig wichtig. Das ist aber für mich eine Lösung erster Ordnung, wenn ich definiere, sein Problem ist, dass er nicht Maß halten kann, in keine Richtung. Antithetisch eine Lösung zweiter Ordnung wäre, wenn ich ihm dann auch verhelfen würde, die Übertreibung zurückzunehmen und stattdessen mit mir zusammen ein angemessenes Maß zu finden und dieses Thema überhaupt für sich als relevant zu definieren. Ist das verständlich, was antithetisch heißt und in dem Fall Lösung zweiter Ordnung? Und sehr häufig gehören ja zu problematischen Lösungen wie positive eines Fotos die Negativklischees. Und sehr häufig ist das Erste, was wir angeboten kriegen, die Rückseite der Medaille und nicht eine andere Münze. Und wir schauen immer drauf, wenn eine Bewegung ist, ist das eine Bewegung, die die gleiche Logik nur verkehrt, oder ist es eine Bewegung, die eine neue Logik einführt? Das ist verständlich. Gut. Generell möchte ich noch ein Schlagwort reinbringen. Von der Psychoanalyse stammt ja der Begriff, oder ich weiß nicht, ist die Psychoanalyse, auf jeden Fall Tiefenpsychologie, der Traum ist der Königsweg zum Unbewussten. Da ist auch eine, und gerade bei den Jungianern erlebe ich öfter mal die Strömung, alles was man nachts träumt, zu mystifizieren. Als wäre man nachts ein wertvollerer Mensch als tagsüber. Das ist eine Gefahr. Ich würde sagen, der Königsweg zur Selbstentfaltung, nicht zum Unbewussten, der Königsweg zur Selbstentfaltung ist der kritische und schöpferische Dialog mit dem Traum. Also der Dialog, die kritische Auseinandersetzung mit diesem Kunstwerk, das da in uns sich entfaltet hat, bringt die Wandlung. Nicht die
nicht die Identifikation mit diesem Kunstwerk. Manchmal kann man das unbeschadet tun, wenn es ein gutes Kunstwerk ist. Aber unser inneres Theater produziert genauso Schwänke, Comics, Schrott und verfehlten Klamauk, wie wir in unserem äußeren Theater das auch manchmal machen. Und wir dürfen das nicht unkritisch übernehmen. Das heißt, wir müssen Theaterkritiker sein und Sachverständige unseres eigenen inneren Traumtheaters. Und diese kritische Auseinandersetzung damit ist das, was die Entwicklung bringt. Für den Dialog heißt das, der Königsweg ist der kritische und schöpferische Dialog mit dem Träumenden. Das habe ich ja vorhin die Definition schon reingetan. Bitte. Das heißt, dass nur eine Entwicklung möglich ist in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Traum, dass der Traum selbst und keine Veränderung bringt. Kann. Die kritische Auseinandersetzung kann auch zu dem Schluss kommen, in diesem Traum vollzieht sich das Wesentliche, er bedarf keiner Deutung. Wenn es überhaupt keine kritische Auseinandersetzung gibt, zum Beispiel, wenn ich mich gar nicht erinnere, wenn ich gerade wahrnehme. Ach so. Die Jungianer gehen davon aus, eine Betrachtungsebene für den Traum ist, dass er ein seelisches Geschehen ist, das unabhängig von seiner Deutung Bedeutung hat. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen wahr ist. Aber das ist natürlich auch wahr für einen Angsttraum. Ne? Jemand hat chronisch Angstträume. Und das wirkt unabhängig davon, ob er sich damit beschäftigt. Eine andere Frage ist, wirkt es zum Guten? Und wenn wir daran Zweifel haben, ist es wichtig, dass wir diesen kritischen Dialog beginnen. Und wir alle kennen Menschen, die sind ständig erfüllt von ihren wunderbaren Träumen. Man hat den Eindruck, das läutert die auch nicht. So wie es umgekehrt Menschen gibt, die sagen, ich träume überhaupt nicht und denken, ihnen fehlt was, insbesondere wenn sie in Traumseminaren sitzen. Die tröst sich und sagt, das ist nur eine Ausdrucksebene des Menschen. Der Mensch hat so viele Ausdrucksebenen. Der Traum ist nicht das Wichtigste. Dass jeder träumt, weiß man aus der Schlafforschung. Aber ob man sich nun jetzt gerade mit dieser Ausdrucksebene kritisch auseinandersetzt oder mit anderen, das ist nicht so wichtig. Weil ich bin kein Traumfetischist. Bitte, ja? Wahrträumen. Du meinst damit Träume, die später in der Außenwirklichkeit ihre Verwirklichung finden? Ja, das oder das Aufnehmen Gedanken eines anderen, die man im Traum dann erlebt. Ja. Du hast interessante Themen, aber gestattest du mir, dass wir sie an Schluss stellen, weil sonst fürchte ich, dass ich vor lauter interessanten Spezialfragen nicht zu meinen Hauptkategorien komme, die ich heute einführen möchte. Gehe also davon aus, dass im Traum, in diesem Theaterstück oder was immer das ist, im Traum, in diesem Kunstwerk, eine Wirklichkeit entfaltet wird, mit der wir uns kritisch und schöpferisch auseinandersetzen. Das heißt, wenn in der Auseinandersetzung mit dieser Wirklichkeit merkbar wird, dass wir zu einer problematischen Wirklichkeit beitragen, fühle ich mich völlig frei, von Anfang an mit diesem Traum so umzugehen, dass ich ihn völlig verändere. Also dass ich manchmal schon nach dem ersten Satz von mir aus etwas anbiete, was die Sache in eine ganz andere Richtung bringt. So wie in der Psychotherapie. Sie spüren, jetzt ist mit diesem ersten Satz beginnt jemand sein Drama zu entfalten, seine Keimsituation im Riemannschen Sinne. Das ist eine Weichenstellung. Die Initialtransaktion, auf die wir so sehr hören als Transaktionsanalytiker. Und ich habe ein inneres Bild, was dieses Drama sein wird und welche einengende Wirklichkeit sich jetzt entfalten soll, fühle ich mich selbstverständlich frei, sofort zu intervenieren. Und nicht, nur weil es ein Traum ist, diese Wirklichkeit sich erst in seiner ganzen Magie entfalten zu lassen, um nachher zu versuchen, damit zurechtzukommen. Das meine ich, ich fühle mich frei, schöpferisch damit umzugehen. Bitte?
bringe eine Reihe von Beispielen nachher, aber ich versuche ein ganz kurzes Beispiel. Da kommt jemand, den ich im Kontext des Seminars als jemand erlebt habe, wenn er anfängt zu reden, ufert er auf und aus und landet nirgendwo. Und ich habe ihn schon mehrfach damit konfrontiert und fordere ihn immer auf, lass uns sehen, wo du landen möchtest, wo wir landen sollen in diesem Dialog. Jetzt ist Traumrunde, die ich immer morgens als erstes mache. Jetzt sagt er, ich habe einen Traum. Ich bin auf dem Bahnhof und da kommt jetzt ein Schnellzug. Und ich steige ein und die Fahrt geht los. Und was da alles geschieht unterwegs, das will ich jetzt erzählen. Und auch da sage ich, hast du auf den Fahrplan geguckt, hast du eine Fahrkarte gekauft? Wenn nicht, steige in der nächsten Station wieder aus. Auch der schönste Zug ist nichts, wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst. Ich höre mir den Traum nicht an, weil ich sonst auf der Prozessebene mit ihm den Zug, in dem Zug fahre. Ich lasse mir auch nicht dadurch, dass es ein Traum ist, diktieren, in diese Wirklichkeit auf der Prozessebene einzutreten. Ist das verständlich? Ja. Ich habe die ganze Zeit so den Eindruck, dass das sehr ähnlich mit der Stadt arbeitet, also die Leute Formarbeiten machen. Kannst du dich da wieder nochmal absetzen? Also was würde ich gerne ein bisschen später machen. Dazu müsste ich ein paar Sachen eingeführt haben, wie Subjektstufe, Objektstufe und sonstige Sachen, um mein Verständnis der Gestaltraumarbeit charakterisieren zu können. Ja, der respektlose Umgang allemal, die Respektlosigkeit allemal von Fritz Perls, der sich durch keine Art von Heiligkeit, auch nicht von einem heiligen Traum hat abhalten lassen, seine Wahrnehmung, wie jemand dadurch sich im Wesentlichen verfehlt, sofort umzusetzen in Intervention. Also der Teil allemal. Ich würde gern wieder zum Schema zurückkehren. Von daher greife ich ein, jederzeit, wenn ich möchte, wenn ich es für sinnvoll halte, natürlich im Rapport zum Gegenüber. Das wird nach der Logik mancher Schulen als ungebührlich empfunden. Das darf man mit einem Traum nicht. Der Traum ist ein Kunstwerk, das muss man würdigen und würdigen und würdigen. Dem fühle ich mich nicht verpflichtet. Manche Träume behandle ich so, weil es stimmt auch für mich, aber nicht gewohnheitsmäßig und weil es mir ein Schulentabu was anderes verbietet. Weil ich mich frei fühle, ja? Bitte. Arbeitest du denn nur mit Träumen, die deine Sicht der Wirklichkeit im therapeutischen Prozess bestätigt? Jetzt zum Beispiel auf dieses Beispiel. Hypothese, dass der Wirklichkeit kommt, redet, man kommt und dann liefert er einen Traum. Wer weiß, vielleicht wäre er auch, wenn man reinkommt, hätte er ein paar Jahre nachgelöst. Du lachst, als wirst du es selbst nicht glauben. Ja. Ja, das ist meine Konstruktion und wir können nicht anders als Verantwortung zu übernehmen für das, was wir vermuten, was sein wird und damit umgehen. Wenn du mit ihm wieder den Traum besprichst und er kommt nirgend an, bist du schuld daran, das nochmal mitgemacht zu haben. Du kannst nicht anders als schuldig werden. Du wirst schuldig, indem du eingreifst, du bist aber auch schuldig, wenn du nicht eingreifst und die Wiederholung eines problematischen Musters duldest. Nur ist das eine Schuld, die heute hoffähig ist. Da wird man nicht so schnell auf Kongressen kritisiert. Aber ich meine, dass das Nicht-Eingreifen, obwohl man mit der eigenen Wahrnehmung weiß, an der Stelle sollte man was tun, ist auch eine Schuld, die man auf sich nimmt. Und man muss sich so oder so verantworten und kann so oder so fehlgehen. Da ist man nicht vorgeschützt. Beantwortet das deine Frage? Erstmal. Zumindest nötigst du Respekt ab. Schön, ist auch was. Ich persönlich meine, um zu diesem ideologischen Thema, und zu dem noch ganz kurz was zu sagen, ich finde es gut, dass man eingreift. Unsere Kultur leidet auch an den Bystanders. An den, was im Englischen Bystanders heißt. Die Zeugen, die nichts tun.
Und ich finde, wir sollten auch in der Psychotherapie es nicht nobel machen, Zeugen zu sein, die möglichst unangefochtene Interventionen machen wollen. Natürlich brauchen wir Kontrolle, als welche, die eingreifen, als welche, die wagen, Wirklichkeit hervorzubringen und Wirklichkeit zu stören. Und diese Kontrolle sollte durch eine gute Ausbildung und durch eine Supervision gewährleistet werden. Und deswegen muss in der Ausbildung und in der Supervision das Eingreifen wollen und die Deutlichkeit des eigenen Eingreifens erlaubt sein, damit es geschult und geprüft werden kann. Wenn es hinausdefiniert wird aus dem Erlaubten, dann machen es alle im Verborgenen und dann ist es ein Problem, weil es durch das Tabu nicht läuterbar wird. Das ist meine Haltung, die ich auch gestern versucht habe anklingen zu lassen. Bitte. Mich beschäftigt noch dieses Beispiel, das Sie gerade gegeben haben, mit dem Eingreifen bei diesem mich überrascht das sehr. Ja. Ich bin völlig vor den Kopf geschlagen. Nein, geschlagen habe ich Sie nicht. Das ja, diese Art Umgang mit dem Frauen. Könnten Sie sich vorstellen, auch freudig überrascht zu sein? Na, hoppla, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, wissen Sie, das ist so, im Prozess geschieht es ja ganz gern, wovon wir reden. Ich würde gerne ich deute Sprache auch wie Träume. Und Sie jetzt, und Ihre Sprache sagt, ich fühle mich wie vor den Kopf geschlagen. Ich würde gerne vorher sicherstellen. Ich möchte jetzt hier nicht interpretiert werden. Ja. Und ich möchte zu diesem Traum, zu Ihrem Verfahren was sagen. Aha. Ich möchte also jetzt hier nicht therapieren. Nein, ich will Sie auch nicht therapieren. Ich will Ihnen nur. Wenn Sie mit diesem Klienten so umgehen, dass Sie ihm sagen, da hast du deine Fahrkarte. Wie reagiert der darauf? Das interessiert mich. Ja, das hängt vom Klienten ab. Weil das war einfach von aus der Luft. Ja, ja. Gar keine aus der Luft. Nein. Gut. Wir sehen uns aus der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive heraus, gehen wir davon aus, dass wir durch jede Reaktion auf einen Traum, auf ein Traum erzählen, Wirklichkeit konstruieren. Wir können nicht daran vorbei, dass wir das mittun. Und wir schaffen also durch die Art und Weise, wie wir reagieren, einen Kontext. Das heißt, wir rufen Zusammenhänge hervor, stellen das, was geschieht, in Zusammenhänge und schaffen damit ein Wirklichkeitsbild. Wirklichkeit ist ja, oder eine Art, wie man Wirklichkeit betrachten kann, ist die Art, wie man ein Ereignis in seinen Zusammenhang stellt. Na, wenn Sie eine Butterblume auf eine Wiese stellen, ist es eine andere Wirklichkeit, ob Sie ein blumenpflückendes Kind daneben stellen oder eine hungrige Kuh. Der Unterschied ist unmittelbar einleuchtend. Ja, ich schaffe Kontexte durch die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Es gibt unendlich viele Kontexte, die geschaffen werden, und die verschiedenen Schulen haben Gewohnheiten durch ihre Theorien, durch ihr Verständnis, welche Kontexte sie reinbringen. Ich konstruiere wieder ein Beispiel, um Grundgewohnheiten verschiedener Schule, Deutungskontexte, die die einbringen, zu kennzeichnen. Sagen wir mal, es träumt ein Mann, er steht am Volksfest und guckt den Leuten zu, wie sie bei der Achterbahn fahren und wie sie kreischen vor Erregung und vor Vergnügen. Die Psychoanalyse würde unter dem Motto, der Traum ist eine Wunscherfüllung, sagen, der Träumer erlaubt sich dieses lustvolle Rauf und Runter zumindest jetzt schon mal ein bisschen von der Ferne anzugucken. Es handelt sich um eine symbolische sexuelle Wunscherfüllung und verglichen mit früheren Träumen, in denen das ganz verborgen hinter dem Traum war, ist es jetzt schon relativ nah. Da lässt die Verdrängung nach. Ein Adlerianer würde womöglich ganz anders an die Sache drangehen. Der Adler fragt sich ja, was für eine Haltung im Leben nimmt der Mensch ein. Und diese Haltung kann man auch in den Träumen beobachten. Die Haltung des Ichs erzählt etwas von der gewohnheitsmäßigen Haltung dem Leben gegenüber. Er würde sagen, gut, es ist
ganz interessant, dass da auf dem Jahrmarkt die Achterbahn fährt. Aber was mir auffällt, ist, dass in diesem Traum, wie schon in vielen Träumen vorher, die ganz andere Thematiken hatten, er immer dasteht und zuguckt. Ist das etwas, was in deinem Leben kennzeichnend ist, dass du Zuschauer bist und nicht Akteur? Es führt also eine völlig andere Fokussierung ein, auf einer ganz anderen Ebene. Aus der adlerschen Sicht könnte man sagen, in diesem Fall ist es viel wichtiger, das Muster des Zuschauens und nicht selbst tun, zu fokussieren, was man aus der freudschen Sicht in dem Fall nicht, wahrscheinlich nicht als besonders wichtig erachten würde. Jede Traumarbeit ist ja ein Geschehen zwischen Zweien, mindestens Zweien. Insofern schafft das Erzählen jedes Traumes oder lädt ein zu einem Beziehungskontext. Und deswegen möchte ich die Aufmerksamkeit darauf lenken. Umgang mit Träumen beschäftigt sich an der Oberfläche in erster Linie mit dem Phänomen, jemand erzählt einen Traum. Doch zu analytischen Zwecken kann man es schon erstmal trennen. Und die Trennung hat den Vorteil, dass ich nachher Bezüge untersuchen kann. Ich werde es gleich noch erläutern. Von daher ist es wichtig, dass wir, was wir aus der systemischen Perspektive heraus immer machen, uns zunächst versuchen, den Kontext anzusehen, in dem ein Traum erzählt wird. Also wenn jetzt in diesem Kontext jemand sagt, ich möchte Ihnen mal einen Traum erzählen und es täte mich interessieren, wie Sie damit umgehen, wäre es für mich natürlich fatal, nicht darauf zu achten, in welchem Kontext das geschieht. In welchem Kontext stehen wir? Dieser Kongress, die Veranstaltung von gestern. Was bedeutet es möglicherweise in diesem Kontext, dass jemand als erstes sagt, zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne eine didaktische Abhandlung machen, als erstes sagt, ich möchte Ihnen gerne einen Traum erzählen. Ich fantasiere mal, würde das bedeuten, dass das jemand ist, sagen wir mal, der mich gestern als unnahbar erlebt hat und der heute, dass er mir einen Traum erzählt, für sich einfach mal sehen, eine Hypothese prüfen will, wie, wenn ich darauf eingehe, was heißt es in Bezug auf sein Bild von gestern und diese Mann-Frau-Diskussion und noch andere Kontexte, die sich für denjenigen und für mich damit verbinden. Also wie bei jeder therapeutischen Arbeit, wenn Dinge eingebracht werden, sollten wir uns erlauben, zuerst gucken, wo sind wir, in welchem Kontext steht das Ereignis, in dem es losgehen soll und nicht gleich mit dem gehen. Ist das klar? Das ist ja vertraut, aber es ist auch wichtig daran zu erinnern, dass man das bei der Wirklichkeitsgestaltung, die Traum erzählen heißt, auch berücksichtigt. Von daher, aus dieser Ebene behandle ich Träume zunächst mal nicht anders als sonstige Erlebnisse, die jemand berichtet oder sonstige Verhaltensweisen, wie er etwa in einer Therapiegruppe zeigt. Ich versuche sie auf die Situation, auf mein Verständnis der Situation, auf das mögliche Verständnis des anderen der Situation zu beziehen. Vielleicht gelten meine ganzen ersten Fragen nur der Frage, wie ist dein Verständnis davon, wie ich, wenn du mir jetzt einen persönlichen Traum erzählst, hier damit umgehen könnte? Oder angenommen, wir sprechen jetzt über deinen Traum und dabei soll sich eine Klärung fortsetzen, die vielleicht gestern und vorgestern schon begonnen hätte. Worum geht es denn? Was gibt es denn vielleicht dabei zu klären, wenn es um eine Klärung geht? Oder worum könnte es sonst gehen? Oder immer noch den Optativ, angenommen, du würdest mir den Traum nicht erzählen, was könnte dann sein stattdessen?
Und dann kann man die ganzen zirkulären Fragen, die wir kennen, anschließen. Wer würde es, was glaubst du, wer würde eher darauf reagieren, wenn ich Nein sage? Wer würde eher darauf reagieren, wenn ich Ja sage? Was würde es für einen Unterschied machen? Und, und. Da kommt die ganze zirkuläre Sache rein. Also der Kontext. Die zweite Ebene ist die, dass ich mich frage, wie jemand durch das Erzählen eines Traumes in der Therapie seine gewohnten Dramen inszeniert. Also wie jemand jetzt halt mithilfe eines Traums inszeniert, dass er sich immer unverstanden fühlt. Also ich höre auf die Anfangstransaktion. Das heißt, jemand könnte vielleicht sagen, ich hab da einen Traum, den habe ich, ich habe mit meinem Mann schon drüber gesprochen und irgendwie, auf jeden Fall dachte ich, es wäre gut, dass ich, weil Sie ja ein Fachmann sind, Ihnen den mal vorstelle. Sie können hören, dass es in mir wachruft, vielleicht sollten wir mal unabhängig vom Traum einfach mal hören, wie könnte sich die Situation zwischen uns entfalten, wobei der Traum vielleicht wirklich nur ein Stilmittel wäre. Zum Beispiel könnte ich fragen, wie hat denn Ihr Mann darauf reagiert, auf den Traum? Wie verstehen Sie das, wie Ihr Mann reagieren könnte? Angenommen, ich würde anders reagieren, welche Reaktion wäre die, die für Sie sich auf eine befriedigende Weise unterscheiden würde? Das heißt, ich nehme vorweg den möglicherweise in Aussicht gestellten Drama-Gewinn. Auch du verstehst mich nicht. Auch der Fachmann versteht mich nicht. Und es kann sein, dass wir nur dann damit arbeiten. Und dass der Inhalt des Traumes dann bei dieser Fokussierung einfach in den Hintergrund tritt. Wir sollten... Es ist auch wichtig, dass wir uns die Freiheit dazu nehmen, sonst kann es sein, dass wir über das Stilmittel Traum in Beziehungsdramata hineingeraten, in die wir sonst nicht mehr hineingeraten würden. Also, ich habe mir aufgeschrieben, ein Beispiel, Seite 4. Ja, da möchte ich ein kurzes Beispiel erzählen, die natürlich auch was mit dem Kontext zu tun hat. Also die Ebene 1 und Ebene 2 verbindet. In einem Therapieintensivseminar, also einem eintägigen, viertägigen Seminar, in der ich immer morgens Traumrunden mache, meldet sich jemand und sagt, ich habe heute Nacht geträumt, packt seinen Block rauf und blättert und blättert. Ne? Diese Transaktion verrät sofort, es ist viel Material. Ich spüre sofort den Impuls, ihn zu begrenzen. Ich denke, das will er uns. Und ich spüre gleichzeitig den Impuls, tu das nicht, sonst bist du in dem Fall sofort in einem ärgerlichen Dialog mit ihm. Also ich sage, ja, erzähl deinen Traum. Einer seiner Themen war, ich werde nicht so behandelt wie alle anderen auch. Alle anderen dürfen ihren Traum erzählen. Wenn ich meinem Impuls gefolgt wäre, hätte er mich genau an dem Haken gehabt. Warum bei mir nicht? Er erzählt mehrere Träume, die von ihrer Symbolik, von ihrer Ausdruckskraft ungewöhnlich sind. Er ist in Jungscher Analyse, in der als Hauptmittel Traum verwendet wird. Es sind 8 Träume. Ich höre mir alle 8 an. Nach 4 wird die Gruppe unruhig. Rutsch, 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 rutsch. Wieder eine Aufforderung an mich, greif ein. In dem Fall tue ich es nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Andermal würde ich vielleicht eingreifen, dann gehe ich meiner Nase nach, ich greife nicht ein. Und als alle 8 Träume vorbei sind, schaut er mich an und erwartungsvoll. Und ich schaue ihn auch an und lasse richtig die Spannung entstehen. Die Gruppe ist ganz unruhig. Ne? Und dann frage ich, und was tut dein Therapeut normalerweise an der Stelle? Ging ein Grinsen über sein Gesicht und sagt, er bemüht sich redlich, aber wir kommen nie damit durch.
Und jetzt kann man, Sie sehen also die, etwa die, der Inhalt der Träume, die Sprache, in der die Träume erzählt wurde, die nonverbale Kommunikation, die mit der Sprache einhergeht, die wir vielleicht mit dem Inhalt des Traumes verbinden können, all das lasse ich unbeachtet. Auf dieser Ebene. Ich nehme mir die Freiheit, die Situationsgestaltung und den Kontext. Ich sage, angenommen, ich würde das auch tun, was würde das für dich bedeuten? Dann würde ich sagen, ja, ich würde mich zunächst eigentlich wertgeschätzt fühlen und sagen, ja, zunächst, immer auf Sprache hören. Und dann, naja, so nach einer Weile würde ich Zweifel kriegen, ob ich hier richtig bin. Dann habe ich gesagt, haben die Zweifel dich, obwohl du in Analyse bist, hierher geführt? Ja. Ne? Jetzt sind wir beim Kontext. Und dann können wir darüber reden, hast du eine Idee, wie du den Analytiker einlädst? Hast du einen Eindruck, er merkt das? Hat er schon mal den Versuch gemacht, dich auf eine andere Prozessgestaltung anzusprechen? Wie wäre es dir angenehm, wenn er wagen würde, mal diese Träume beiseite zu lassen und dich direkt ansprechen, was zwischen euch da eigentlich dann geschieht, mit Hilfe der Träume? Ja, das wäre mir eine Erleichterung. Soweit du mir erzählst, tut er es nicht. Ne? Und es könnte ja auch sein, dass er einfach schulengebunden jetzt gefangen ist durch seinen Respekt vor den Träumen. Könntest du ihn einfach darauf aufmerksam machen, sodass dieses kleine Stück du vielleicht hier erworben hast und wenn du ihn darauf aufmerksam machst, du dann mit ihm die ganze andere Arbeit weiterführen könntest. Zögert und dann sagt er, wenn man den Therapeuten alles sagen muss, dann weiß ich nicht, wozu man dann in Therapie sein soll. Sag ich, ja, das verstehe ich. Wenn das in allen Themen so wäre, wäre das auch sicher nicht gut, dann in Therapie zu sein. Wäre es für dich okay, wenn du mit dem Kollegen es versuchst, ihn an der Stelle auf etwas hinzuweisen und ihm auch eine gute Chance zu geben und von den anderen Dingen, die er dir zu bieten hat, zu profitieren? Ja, wenn es nur die Ebene ist und nicht der Anfang davon, dass ich ihm alles sagen muss, dann sage ich, ja, okay, könntest du das Experiment einfach mal machen? Na? Jetzt sind wir bei einem Fokus, der hat etwas mit der Triade, Therapeut, bei dem er regelmäßig in Therapie ist, ihm und mir und dem Thema drei Männer, zwei Väter oder was immer man fokussieren möchte, zu tun. Dieses, was wir zurzeit ist ja, reden wir sehr viel von Prozess und von der Parallelität des Prozesses mit dem Inhalt. Es kann dieses situative Drama, das sich da entfaltet, kann parallel sein zu den Dramata, die im Traum selbst auch inszeniert werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Ich möchte den Blick dafür schärfen, dass das nicht immer der Fall ist. Dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Manchmal hat dieses Situationsdrama thematisch eigentlich nichts zu tun mit dem Drama, das im Traum entfaltet ist. So, wir sollten diese beiden Ebenen vorsichtshalber mal getrennt betrachten und nicht automatisch auf Parallelität fokussieren. Es kann also jemand ein Traumthema, im Traum ein Thema fokussieren, sagen wir, das Thema, wie er mit seinem Erbe umgeht. Er träumt vom Elternhaus und er möchte dort übernachten, weil er auf der Durchreise ist und der Bruder erlaubt ihm noch nicht einmal über Nacht zu bleiben und später gehen wir nochmal an den Traum und es stellt sich heraus, er ist tatsächlich materiell mehr oder weniger enterbt worden und hat stattdessen etwas anders gekriegt, was er aus Liebe zum Vater als wertvoll erachtet, was aber irgendwie doch mit ihm nicht stimmt. Und das kann ein wichtiges Thema sein. Und dieses Thema, das man anlässlich dieses Traums fokussieren kann, muss überhaupt nichts damit zu tun haben, dass er Träume so erzählt, dass er Frauen gegen sich auf die Barrikaden bringt. Also das situative Drama muss nicht parallel sein zu dem Drama, wovon der Traum erzählt. Da möchte ich eine dritte Ebene einführen. Durch die Art und Weise, wie jemand über einen Traum erzählt,
berichtet er auch von seinem Verhältnis zum Träumen. Oder zu anderen introspektiven Verfahren. Also der Traum, die Traumerzählung, der Vorgang der Traumerzählung erzählt auch etwas darüber, was hat einer überhaupt für einen Bezug zu seinem Innenleben. Und könnte sein, dass der Bezug zu seinem Innenleben einer Korrektur bedarf. Also, jemand erzählt von seinem Traum in kräftigen, leuchtenden, dramatischen Worten und merkt, er ist sichtlich berührt. Er merkt nicht, dass er bei der Gelegenheit seinem Nachbarn auf die Zehen tritt. Und er merkt nicht, er lässt sich überhaupt nicht auf wägende, auf Gehalt prüfende Fragen des Gegenübers ein, sondern er sagt, ja, ja, das kann sein, aber da war ja noch dieses andere Bild und dieses Bild ist wieder großartig. Das heißt, diese Traumerzählung erzählt von der Ebene betrachtet auch etwas, wie jemand durch sein Verhältnis zu seinem Innenleben, wie das Verhältnis zu seinem Innenleben im Verhältnis steht zu seinem Verhältnis zum Außenleben. Dass es nämlich in Konkurrenz steht. Und dass, wenn er sich mit seinem Innenleben, mit seinen Gefühlen beschäftigt, er jedes Interesse an wirklichem Außenkontakt verliert. Mit so jemandem, ohne dieses Muster im Auge zu behalten, Traumarbeit zu machen, womöglich regelmäßig, wäre tätisch. Das heißt, er kann die schönsten Träume haben, sie gehen immer auf Kosten der Vermittlung mit der Außenwelt. Und man darf nur eine Statistenrolle spielen. Die anderen Menschen sind nur Publikum, Ergänzung zu dem inneren Drama der Welt. Dann kann man fragen, ja, was sagt deine Frau, wenn er verheiratet ist, was sagt deine Frau, wenn du ihr morgendlich die Träume erzählst? Meine Frau, die kann das schon überhaupt nicht mehr hören. Wenn ich sagen will, du, ich habe heute Nacht was geträumt, sagt sie, bring die Kinder in die Schule und sieh zu, dass du rechtzeitig da bist. So. Angenommen, wie reagierst du drauf? Und dann sagt er, ich krieg dann Streit mit ihr. Dass sie das, was mein ureigenstes Inneres ist, so wenig interessiert, das ist das, was mich seit 20 Jahren in der Ehe stört. Und die ersten 10 Jahre habe ich es nicht gemerkt und dann habe ich die Traumanalyse entdeckt. Und wenigstens jetzt habe ich zu mir selbst gefunden. Und ich hoffe, dass eines Tages meine Frau auch noch sieht, was da alles in mir steckt. Dann kriegen Sie jetzt eine Idee, wie es gut ist, ein Auge drauf zu haben, wie jemand mit seinen Träumen umgeht, welches Verhältnis er zu seinen Träumen hat. Und wie seine Träume in einer Wechselwirkung zu seiner Haltung zur Außenrealität steht. Und das kann die wichtigere Ebene sein als die Inhalte der Träume. Es kann sogar sein, wenn Sie mit jemandem effektiv auf der Ebene arbeiten, dass die Träume in ihrer Großartigkeit nachlassen. Und die Träume sich auf ein maßvolles, bezogenes, in maßvolle und bezogene Dimensionen gestalterisch kommen, in dem Ausmaß, in dem derjenige auch maßvoll und bezogen mit seinem Innenleben, mit der Umwelt kommunizieren kann. Und man kann bei der Gelegenheit schon auch dann mal die eigene Geschichte der Ehebeziehung aus diesen 20 Jahren angucken. Da können Rabattmagen sein. Seit 20 Jahren versteht mich meine Frau nicht. Und seit 10 Jahren weiß ich, dass es ihre Schuld ist, weil ich doch so schöne Träume habe. Die ersten 10 Jahre habe ich gedacht, das ist meine Schuld. Seit 10 Jahren, wo ich entdeckt habe, was für herrliche Welten in mir stecken, muss es an meiner Frau liegen, denn die träumt nie. Also vor kurzem hat sie mir mal so einen kleinen, popeligen Traum erzählt, aber sie hat wirklich kein Talent.
Sie erzählte, dass wir mit unserem Familienkarawan in Urlaub gefahren sind und dass sie die ganze Strecke allein fahren musste. War nichts als immer Autobahn, tanken, Kinderversorgung. Und dann hat sie mich auch noch kritisch angeguckt, als sie gesagt hat, und weißt du, wo du im Traum warst? Du lagst hinten in der Koje und träumtest. Ja. Ich meine, so ein Traum, der ist so realistisch, das kann nur so eine Art Tagesrest sein. Ja, auch da bin ich gefordert, einzugreifen, Umwertungen vorzunehmen. Nicht mit ihm zwar das vielleicht kritisch anzusprechen und dann doch mit ihm die Produkte der Nacht, während die Frau immer das Auto fährt, anzugucken, sondern mal darüber zu sprechen, ob wir nicht lieber Paartherapie machen sollten. Oder ob seine Frau nicht lieber kommen sollte. Und dass sich die Aufmerksamkeit, die er für seine Träume haben möchte, vielleicht sinnvollerweise der Frau für ihre Träume schenke und sie einlade, gelegentlich da hinten mal bei diesem schönen Luftbett die Luft rauszulassen, damit die Unterlage etwas kräftiger wird. Also, ich frage mich, wenn ich die Traumerzählung mit allem sonstigen Ausdruck natürlich höre, was erzählt jemand über sein Verhältnis zum Träumen, zu anderen introspektiven Verfahren? Dann, was erzählt, die nächste etwas anderes ist, was erzählt die Sprache des Traumerzählens? Ich bin sehr sensibel für Sprache. Ich habe vorher einen nicht ganz geglückten Versuch gemacht, das zu demonstrieren. Denn ich interpretiere Sprachfiguren wie Träume. Die Sprache eines Menschen ist mindestens so interessant, analysiert zu werden, wie seine Träume. Und sprechen tun alle, also von den Stummen mal abgesehen. Deswegen sind wir nicht ange... Und wenn jemand sagt, mich was fragt, ich antworte und ich sage, ich bin überrascht, ich fühle mich wie vor den Kopf geschlagen, erfahre ich sofort etwas über die inneren Gleichungen. Das heißt, wenn ich noch etwas Überraschendes sage, wie wird das verarbeitet? Noch ein Schlag auf den Kopf. Also ich höre auf die Sprache. In der Sprache wird mir angekündigt, Signifikantes, was ich wissen muss zur Verarbeitung, wie der andere etwas in seiner Realität verarbeitet. Und vom wirklichkeitskonstruktiven Ansatz her versuchen ja immer zu verstehen, in welcher Wirklichkeit agiert der andere mit uns. Und seine Sprache erzählt ihm etwas über die Epistemologie dieser Wirklichkeit. Ist gut hinzuhören. Wenn wir jetzt langsam uns dem Traum selbst nähern, das, womit wir umgehen, die Traumerzählung ist. Also eine Nachdichtung dieses inneren Theaters durch einen sprechenden Wachen. Welche Rolle spielt denn dabei überhaupt noch der Traum? Das ist eine gute Frage. Wenn wir, in vielen Fällen kommen wir ohne ihn aus. Und er ist wie woanders auch nur der Anlass, Muster zu erkennen. Und er ist einer... Ein zusätzlicher Zugang. Aber ich komme schon auch nochmal zum Traum. Ich habe mir ausdrücklich gesagt, dass ich in dem, mein Thema heute nicht Traumsymbolik und diese Dinge ist. Dafür gibt es genug Bücher, sondern mein Thema ist Traumarbeit aus systemischer Perspektive. Und ich betone jetzt die Ebenen, die wir häufig intuitiv aufgreifen. Ich gebe Ihnen eine didaktische Sprache. Mehr ist eigentlich nicht das, was ich heute zu tun versuche. Und ich versuche die Relevanz dieser Ebenen sichtbar zu machen, wähle natürlich auch meine Beispiele so aus, dass der Traum selbst zunächst auch noch nicht wichtig ist. Gibt es andere Zwischenfragen oder Kommentare an der Stelle? Ja, wenn es Bedarf ist, gerne. Ich weiß auch nicht.
Ich wurde gerade gebeten, doch die einzelnen Ebenen nochmal mit Stichworten zu versehen. Ich habe das jetzt mal probeweise getan. Ich möchte dazu sagen, manches ist noch nicht ganz so geordnet. Ich bin dabei, mir das zu erarbeiten. Ja? Und wenn ich dabei bin, mir was zu erarbeiten, klingt manches auch etwas umständlich und gestelzt. Insbesondere dann, gerade wenn ich mich versuche, in die Pflicht zu nehmen, daraus ein Ordnungsschema zu machen. Also dafür ist es frisch. Es entsteht gerade. Es ist noch nicht abgedroschen. Und es hat auch den Vorteil, dass es Raum bietet, dass Sie selbst mit daran weitermachen. Und das klingt jetzt manches vielleicht ein bisschen kompliziert, und um Gottes Willen ist jetzt nicht gemeint, dass man jetzt immer, wenn man einen Traum vor sich hat, diese ganzen Ebenen gedanklich versucht abzuackern. Aber wenn man auf etwas stößt und braucht eine Sprache dafür, dann kann das eine Hilfe sein, Fokussierungsebenen zu definieren. Zu dieser dritten Ebene, oder ich würde fast sagen, dessen Bündel, diese dritte, jetzt je weiter wir kommen in der Nummerierung, desto größer wird das Feld jeweils. Deswegen reißt meine Nummerierung nach vier zunächst einfach mal ab, weil wir dann eher in das Feld des Bekannten kommen. Zu drei gehört noch etwas, was ich erwähnen möchte. Nee, das mit der Sprache möchte ich auch zunächst noch ein bisschen deutlicher machen. Das Traumerleben ist ja ein Geschehen, das wir ja nur durch die Sprache des Erzählenden erfahren. Wir haben einmal die linguistisch auswertbare Sprache, die er uns anbietet. Wir haben dann eine kommentierende nonverbale Sprache, die wir dabei mit berücksichtigen, die uns eine Deutungshilfe natürlich ist, auch wie wir die linguistische Sprache verstehen dürfen. Sagen wir, es erzählt jemand von seinem Traum. Ich träume, es ist für mich, um nochmal beim Zug zu bleiben, das passt ja zu unserem Seminar hier, ich träume, es ist für mich in einem Zug ein Platz reserviert. Und ich sitze in der ersten oder zweiten Klasse, da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Und dabei, ich weiß nicht, ob das jetzt alle sehen, macht er eine Bewegung, als würde er eigentlich gerne aufstehen. Der Kommentar, dabei kann ich mich jetzt nicht festlegen, klingt wie ein Metakommentar. Das heißt, man kann übersetzen mit, ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es erste oder zweite Klasse war. Dieses Aufstehen wollen von einem Sitz gibt aber einen Kommentar, der eine Tiefendimension dieser linguistischen Sprache aufzeigt, nämlich nicht festlegen ist bei ihm, hat auch was mit festgelegt werden zu tun. Ich erinnere mich, das Eingangs Transaktion war, es ist ein Platz für mich reserviert. Und sein Körper sagt, ich möchte aufstehen. Also etwas deutlich zu machen, hieße, das ist ja die Übersetzung, die wir zunächst denken, ich bin mir nicht sicher, dass ich mich richtig erinnere, möchte vorsichtshalber da keine Aussage machen, ist bei ihm verbunden damit, mir ist ein Platz zugewiesen, von dem ich schlecht wegkomme. Und ich lebe mit dem Impuls davon, wegkommen zu wollen. Das ist verständlich? Dass also diese verschiedenen Ebenen des Sprachausdrucks, kommentierende Ebenen, zur linguistischen Sprache ist die derjenige bei einer Nachdichtung dessen, was er angeblich geträumt hat, bereitstellt. Und zunächst lassen wir ja den Träumer, wenn wir ihn ausreden lassen, einfach mal den Traum erzählen, wie er ihn erzählt. Und was ich dann danach sehr sorgfältig mache, ist, dass ich ihn, und da erfahren wir etwas über die Fokussierungsgewohnheiten
des Träumers bezüglich seines eigenen Erlebens. Also, es erzählt einen Traum. Machen wir vielleicht weiter, ist alles konstruiert mit dem Beispiel mit dem Festlegen. Da sagt er, mein Nachbar fragt mich, mein Nachbar sagt, ich freue mich darauf, nach Mailand zu kommen. Nehmen wir die Mailänder dazu. Und ich bin erstaunt, dass er nach Mailand möchte. Und ich fange an, mich fürchterlich darüber über meine Sekretärin zu ärgern, die mir falsch gebucht hat. Und und das erinnert mich daran, dass diese Frau ohnehin sehr unzuverlässig ist und ich deswegen so oft in Kalamitäten komme. Sie sind jetzt wahrscheinlich hoffentlich verwirrt, ob meine Sprache, wie ich weiter erzählt habe, sich noch auf den Traum bezog oder nicht. Stimmt's? Sie sollten diese Verwirrung immer als Diagnostik nehmen. Es ist kein Zufall, dass jemand in der Art, wie er die Sache erzählt, an dieser Stelle generalisiert und Empfindlichkeiten, die aus anderen Kontexten stammen, ohne sie von der Spezifität des Kontextes abzutrennen, mit reinpackt und dem Dialogpartner gegenüber und vielleicht auch sich selbst gegenüber nicht differenziert. Und es kann jetzt das Thema mit der Sekretärin und ob die schuld ist oder ob er schuld ist, ganz wichtig werden. Und es kann völlig, wir können den Herrn, der neben ihm sitzt, auf diese Weise nur als Statisten, der das Stichwort Mailand ist die falsche Richtung, zu geben hatte, betrachten und uns jetzt über das Thema mit der Sekretärin unterhalten. Das wären seine Fokussierungsgewohnheiten. Und da gibt es so Sprüche in den verschiedenen Therapieschulen. An einen erinnere mich, wo das Gefühl ist, geht's lang. In die Irre. In diesem Fall. Denn wenn was zu klären ist, ist die Frage, wenn Mailand der Zielort ist, stimmt das überhaupt? Ist auf seiner Fahrkarte das? Das Ich, das träumende Ich, ist das überhaupt, dass das richtig beurteilen kann, wohin gebucht ist? Ist er sich gewahr dessen, dass er, sagen wir mal, eigentlich noch die und jene Fortbildung in Körpertherapie macht und gut findet und dass in Teilen ihm sich längst entschieden hat, eine systemische Fortbildung zu machen? Er empört sich sehr über die Sekretärin, da muss er sich nicht mit der Frage beschäftigen, ob er vielleicht für ihn richtig gebucht ist, nur sein Ich es noch nicht weiß. Also das könnte eine Fokussierung sein. Das wäre jetzt natürlich eine Fokussierungsgewohnheit, die ein Systemiker mit reinbringt. Weil beim Stichwort Mailand, ich kann natürlich auch in diesem Kontext hier, ich kann natürlich auch vorsichtshalber ihn erst fragen, verbinden Sie sich selbst mit Mailand was? Ich sage, nee, Italien ist eigentlich kein Reiseland für mich. So klären wir erstmal ab, ob es subjektive Assoziationen gibt. Und dann kann ich probehalber experimentell die Assoziationen, die in meinem Feld in mir wach werden, nämlich Milano, Coop und so weiter, mal ausprobieren. Und im Kontext mag das auch stimmen. Jetzt, wenn ich ihn dafür interessieren kann, sich mal damit zu beschäftigen, Ich denke noch an diese Bewegung, er wollte aufstehen. Ich sage, angenommen, Sie würden jetzt einfach mal aufstehen und von sich aus mal überlegen, Sie kommen zu einem nächsten Halt, Sie haben alle Möglichkeiten auszusteigen. Ja? Und da ist das ein Intercity-Bahnhof, Sie können überall, wo Sie sonst hin wollen, schnelle Anschlüsse finden. Angenommen, das wäre so. Jetzt gehe ich in den Optativ, ins Experimentieren. Würden Sie aussteigen wollen? Sagt er. Die Frage überrascht mich jetzt sehr.
Angenommen, du würdest dann aussteigen, ja, da würde ich mich ziemlich verloren fühlen, denn ich wüsste ja jetzt eigentlich gar nicht so recht, wo ich hin will. Kommt es öfters vor in deinem Leben, dass du Richtungen einschlägst und sie verfolgst mit der Idee, du wolltest gar nicht dahin und mit irgendjemandem rumrechtest, er habe dich dahin geschickt? Kommen wir zu einer ganz anderen Fokussierung. Das ist übrigens auch etwas, was ich mir erlaube, so wie mit möglichen anderen Wirklichkeiten experimentell umzugehen. Für mich ist Therapie experimentelle Therapie. Wir probieren was aus und gucken, ob es einen Sinn ergibt. So dadurch, dass ich weiter denke, was denn wäre, wenn er einem Impuls folgte und ihn das mal ausprobieren lasse, diese mögliche Wirklichkeit, kann er an eine Fragestellung stoßen, die er immer vermeidet, durch den gewohnheitsmäßigen Fortgang der Geschichte, auch in seiner Traumerzählung. Bisher wissen wir ja nur von der Traumerzählung, wir wissen ja noch nichts vom Traum. Wir wissen ja immer noch nicht, hat er das geträumt, was er von seiner Sekretärin gesagt hat, ist das im Traum gewesen oder ist das ein Tagesärger, den er schnell irgendwas reinpackt, was in ihm Irritation auslöst? Ist das eine seiner Gewohnheiten? Dass wenn er etwas Irritation verspürt, dass er dann alle möglichen Dinge, die ihm Ärgernisse sind, in einen Topf nimmt und sich kräftig ärgert, um sich mit der Klärung der Irritation nicht auseinandersetzen zu müssen. So, ich bitte ihn dann, also jetzt verzweigt sich's endlos, ne? Kann man spüren. Spätestens jetzt merkt man, wenn man überhaupt mal die Fokussierungsmöglichkeiten sieht, merkt man, dass es ein so unendliches, schöpferisch zu bewältigendes Feld ist und dass es natürlich ein Schutz vor Überkomplexität ist, irgendeinem Schema, irgendeiner Schule zu folgen. Also es gibt dem Therapeuten Sicherheit. Ob es die Möglichkeiten der Wirklichkeitsgestaltung ausschöpft, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Normalerweise bitte ich den Klienten dann zu sagen, für den ersten Durchgang wäre mir recht, du erzählst mal ganz genau den Traum. Und dann beginnt er sehr häufig, die Story zu erzählen. Da gehen wir jetzt auch schon ein bisschen zu Kategorie 4 über, nämlich Betrachtungsweisen des Traums an sich. Jetzt kommen wir langsam zum Trauminhalt. Der Traum, wenn wir ihn wie ein Theaterstück ansehen, hat in der Regel eine Story, nenne ich das mal, also einfach einen Handlungsablauf. So wie die meisten Menschen, wenn sie ins Theater gehen und man sie nachher fragt, was hast du gesehen, die Story erzählen. Aber eine andere Inszenierungsebene ist ja, wie ist die Story inszeniert? Warum hat der Regisseur den Hamlet in den Abfalltonnen im Hinterhof bei den Abfalltonnen eines Hamburger Viertels inszeniert. Der hat sich ja was dabei gedacht. Aber wenn die Leute nur die Story erzählen, erzählen wir diese ungeheure Fülle an Informationen, die durch die Art der szenischen Darstellung, durch die gewählten Stilmittel, durch die Kontexte, die im Traum geschaffen werden, durch die Ausstattung, die erzählt er nicht mit, weil er keine Fokussierungsgewohnheit hat, darin etwas Bedeutungsvolles zu sehen. Er ist kein geschulter Zuschauer vom Theater. Er lässt sich gefangen nehmen von der Story und sagt, diese moderne Inszenierung ist ja komisch. Ich bitte ihn also zunächst, die Story ganz genau zu erzählen und ich erfahre an der Stelle, bleibe ich mal bei meinem gespielten Beispiel, erfahre ich, dass die Story weitergeht, dass das, was er von der Sekretärin gesagt hat, mit dem Traum überhaupt nichts zu tun hat. Sondern im Traum war es so, dass er im Moment Angst kriegt, er könnte falsch sein und aufspringen wollte. Wir kriegen jetzt wieder einen anderen Kontext für diese Körperreaktion. Dass er dann aber merkt, ich habe ohnehin noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Station, oder lassen wir den Herrn das sagen, dass er sich dann wieder setzt und nachdem seine erste Irritation etwas abgeklungen war, er sagt, ich bin hier falsch und der Herr neben ihm sagt, schauen Sie doch mal, ich sehe hier Ihre Fahrkarte, da steht Milano drauf. Dass er anfängt, da steht tatsächlich Milano drauf und dann endet der Traum in etwas
Wenn wir jetzt die Traumstory verstehen als er akzeptiert die Irritation, dann wäre das, was er vorher in seiner Traumerzählung hinzugefügt hat, eine Ablenkung davon, dass er eine Irritation bis zu einem gewissen Grad im Traum ja schon bereits angenommen hat. Das heißt, wenn ich mit ihm gehe in die Ablenkung, weil das Gefühl sitzt, gehe ich tätisch vor, ich gehe mit seiner Gewohnheit, eine Irritation, sich der nicht bewusst zu sein, bevor er nicht irgendeine Lösung gefunden hat. Oder wenn er nicht sicher ist, ob die Lösung gut ist, irgendeinen Schuldigen zu finden, der ihn die Lösung eingebrockt hat. Und ich helfe ihm, sich selbst darum zu betrügen, dass er von jemandem eine Frage annimmt und versucht, mit dieser Frage umzugehen. Dann kann sein, dass ich ihn, ich kann einen anderen Traum sein, in dem ich mir nicht sicher bin. Ich erinnere mich an einen Traum, da soll jemand operiert werden. Ich werde operiert und das Krankenhaus sieht ein bisschen komisch aus. Während sie mich da reinfahren zur Operation, komme ich an einem Friseursalon vorbei und ein bisschen weiter hinten stand Bräunungsstudio und da stand eine Dame davor mit rotem Haar und kleinem Täschchen. Aber neben mir war, als ich fragte, geht das in Ordnung mit der Operation, sagte der Chirurg, der neben mir war, ja, das geht schon in Ordnung. Und mir wird komisch bei dem. Und sie, Gott ergeben, lässt sich da reinfahren. Ich sage, schilder mal den Mann. Ja, er war eigentlich erstaunlich jung. Wie alt schätzt du ihn? Na, so 17. Und du warst bereit, dich operieren zu lassen. Wie interpretierst du die beiden Ereignisse, die auf dem Weg zu deiner Operation waren? Es ist ein Zweifel in dir wach geworden. Hörst du auch Zweifel? Bemerkst du, dass du eigentlich längst merkst, dass was nicht in Ordnung geht? Also lassen wir den Traum so weitergehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, dass schließlich im Operationssaal, mitten unter der Operation, sie entdeckt, dass die Ärzte keine Ahnung haben, sie in absoluter Panik ist. Ich kann mich natürlich jetzt wieder mit der Panik beschäftigen, ich kann das als die Wiederkehr eines Traumas behandeln. Ich kann aber auch die Weichenstellung ansehen, die nicht beachteten Schritte zu den Dramata, Keimsituationen. Und denjenigen damit konfrontieren, wie er Dinge, die er weiß, Urteile, die er in sich hat, ignoriert, seinen Bezugsrahmen erfragen, vielleicht auch den geschichtlichen Hintergrund erfragen, wie es kommt, dass er, was er weiß, nicht, wenn es um ihn geht, nicht wissen will. Also sagen wir mal, ein Interview würde ergeben, dass dieser Mensch sehr kompetent im Urteilen ist, wenn es um andere geht. Und dass er aber jetzt merkt, er braucht was für sich, und dass er jetzt schon ein Dreivierteljahr beliebige Psycho-Workshops hinter sich hat. Ja, wo er eher das Gefühl hat, dass er eher noch mehr durcheinander gekommen ist, als er vorher war. Ja, dann, also ich erfahre durch Vergleich von meinen Deutungsmustern und Reaktionen auf eine Traumerzählung mit den Fokussierungsmustern und Aufmerksamkeiten des Klienten entsteht wieder ein Unterschied, der vielleicht einen Unterschied macht. Und ich kann wieder mit diesem Unterschied arbeiten. Und irgendwo ganz zum Schluss könnte es sein, dass wir die Traumstory erfahren und meist muss man sehr aktiv nachfragen, um die Stilelemente des Traums zu erfahren. Wenn jemand auch keine Symbolerfahrung hat, weiß es nicht. Zum Beispiel, ob sich Mann und Frau an einem viereckigen oder an einem runden Tisch streiten, ist ein Unterschied. Der Traumregisseur hat sich dabei was gedacht. Oder er hätte es nicht spezifiziert im Traum. Also ich frage auch, was ist spezifiziert? Personen, die vorkommen, wo ist es? Ich beginne manchmal ganz aktiv zu fragen, ist etwas definiert bezüglich Zeit, definiert bezüglich Ort,
Du sagst, es ist eine angsterregende Situation. Wodurch ist das inszeniert, dass es angsterregend ist? Ich sagte, ja, ich glaube, ich höre irgendwo eine Sirene. Aha. Und du reagierst mit Angst drauf? Ja. Wenn du im Traum dich umschaust zur Szenerie, gibt die Szenerie Bestätigung, dass für dich Gefahr besteht? Ich sage, nee, eigentlich im Raum, wo ich bin, ist alles in Ordnung. Hm. Wie kommst du, dass du, es scheint ja also dann eine Angstreaktion zu sein, die bei dir nicht Gefahr auslöst, nicht Gefahr signalisiert, denn die Wahrnehmung der Situation signalisiert ja nicht Gefahr. Könnte sein, dass du öfters Angst für einen Beweis für Gefahren hältst und dann nicht mehr genau hinguckst und nur noch auf die Angst reagierst, anstatt auf die Wahrnehmung der Situation? Ja oder nein, je nachdem. Ah ja, jetzt merke ich gerade, dass ich noch was Wichtiges von den Kontextebenen vergessen habe, was wieder vom Traum nochmal weggeht. Ein bisschen anstrengend, gell? Können Sie es ertragen? Gut. Die vierte, das war erst die fünfte Ebene der Trauminhalt, merke ich gerade. Die vierte Ebene sind noch Kontexte, die der Traum selbst mit sich bringt. Also des Ereignisses des Traumes, nicht der Inhalt des Traumes. Also vierte Kontextebene. Zum Beispiel, eine übliche Art der Kontextgenerierung ist die Frage, von wann ist der Traum? Das heißt, man versucht über einen zeitlichen Zugang Kontexte zu markieren. So, ist der Traum von heute Nacht? Nein, er ist von letzter Woche. Weißt du noch, was an dem Tag vorher war, bevor du den geträumt hast? Sagt er, nee, es war ein Berufstag, wie jeder Tag. Sonst irgendetwas? Naja, nein, es war eigentlich ein ruhiger Abend. Ich hatte mal Zeit zum Lesen, ich höre auf die Sprache, aha, er bietet mir was. Ich sage, was hast du denn gelesen? Sag, ja, du hast mir letztes Mal gesagt, ich soll mal das Buch von Peter Schellenbaum, die Homosexualität des Mannes, lesen. Gehen wir mal davon aus, da könnte ein Zusammenhang zwischen diesem Ereignis des Buchlesens und dem Traum sein. Was könnte dieser sein? Und dann gucken wir, ob das was hergibt. Also ich mache das auch ganz klar, dass ich meinem Gegenüber sage, ich experimentiere. Lass uns das probieren. Angenommen, es wäre ein Zusammenhang zwischen denen und jedem. Welche Art könnte dieser sein? Und vielleicht ergibt sich was, vielleicht auch nicht. Das heißt, der Traumzeitpunkt schafft einen Kontext. Es kann aber auch, wenn der Traum nicht gleich am nächsten Tag erinnert wird, die Traumerinnerung einen Kontext schaffen. Ich hatte ihn lang vergessen und jetzt, gestern ist er mir wieder eingefallen. Erinnerst du dich noch, an welcher Stelle es wieder eingefallen ist? Ja, es ist mir eingefallen, als der Kollege über das und das sprach. Hattest du einen besonderen Bezug zu dem Thema? Nee, eigentlich nicht. Aber wie war das noch? Guck nach oben, ja, benutze ich ein bisschen NLP. Also er sucht visuell, sieht nichts. Ich sage, während du versuchst, dir ein Bild davon zu machen, könntest du dich erinnern, was du gehört hast, bevor? Ah ja, Klinik, das war, als er von dem Chef sprach. Ne? Ist ein Wort gekommen, die Augenbewegung geht runter. Akustische Erinnerung. Könnte das eine Brücke sein zum Traumverständnis? Oder kannst du dir erklären, dass du den Traum wieder erinnerst bei dem Wort Klinik und Chef? Ne? Und je nachdem, ob er Arzt ist oder Patient oder sonst was, kann ihn das an einen Aufenthalt erinnern oder an einen Autoritätskonflikt oder an einen Methodenstreit oder was immer. Und wir haben wieder eine Brücke zum Generieren eines Kontextes. Jetzt, es gibt ja auch Angstträume. Ja, jemand leidet chronisch unter Angstträumen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, so wie wir den Phobien, den Inhalt der Phobie analysieren. Ich kann aber auch untersuchen, in welchen Kontexten entstehen die Angstträume. Und anstatt mich mit den Angstträumen selbst und ihrer Symbolik zu beschäftigen, eine Entstehungskontexttherapie machen.
Also er hat diese Angstträume immer, nachdem er bei den Eltern am Wochenende zu Besuch war. Gibt es mal eine Ausnahme davon, war er auch mal bei den Eltern zu besuchen, hatte hinterher keine Angstträume. Eine der vielen Fragen, die wir im systemischen Ansatz stellen, sagt er, ja, in den Semesterferien, da ist eigentlich so, dass zu Hause eigentlich habe ich keine Angstträume. Aber wenn ich während des Semesters nach Hause komme, dann habe ich zu Hause und ein, zwei Tage danach immer wieder diesen Angsttraum. Dann kann für mich viel interessanter sein, den Unterschied, der einen Unterschied macht, für die Entstehung von Angsttraum zu untersuchen und etwas dafür zu tun, dass er diesen Angsttraum nicht mehr haben muss. Ja? Was war denn anders als du ihn, was ist an den Semesterferien anders als im Semester? Da sagt er, naja, ein Unterschied ist schon der, dass ich in den Semesterferien immer die Semesterabschlussprüfung hinter mir habe und die sind ja in der Regel gut. Nur wenn das Semester wieder anfängt, da liegt mir meine Mutter schon wieder in den Ohren, Junge, wirst du das denn auch alles schaffen? Wird es dir nicht zu viel? Und jetzt haben wir ein ganz anderes Thema. Wenn wir das Thema so haben, ist sehr fraglich, ob es einen Sinn hat, uns mit dem Inhalt des Traums zu beschäftigen, sondern wir können jetzt irgendetwas tun, um die zu leicht angenommene Irritation durch die Ängstlichkeit der Mutter daran irgendwie zu arbeiten. Sei es, dass wir sie umdefinieren oder jeder nach seiner Methode eine Arbeit macht. Das heißt, wir machen eine Entstehungskontexttherapie. Wir können auch sogar eine Erinnerungskontexttherapie machen, wenn das uns sinnvoll scheint. Jetzt hat jemand einen schwerwiegenden Kindheitstraum. Ich zum Beispiel. Früheste Traum, an den ich mich erinnere. Es kommt ein großer schwarzer Vogel geflogen. Ich stehe als Kleiner auf dem Balkon meines Elternhauses. Ich will ins Wohnzimmer flüchten. Die Tür ist zu. Meine Mutter steht dahinter und lässt mich nicht rein. Ich war froh, dass ich mich endlich wieder erinnerte und war immer so gerührt von meinem Traum. Bis mich so ein Bastard von Therapeut mal fragt, wozu und an welcher Stelle beschwörst du diese tragische Erinnerung? Wozu und an welcher Stelle beschwörst du diese tragische Erinnerung? Und mein schöner Traumatraum ist seither irgendwie verdorben. Und ich kann nicht mehr das den wilden, phallischen Elementen ausgelieferte Kind meiner Kindheit sein, sondern es geht irgendwie nicht mehr so recht. Ja, auch das kann man machen, mit Träumen bzw. mit dem Bezug zu Träumen. Bitte. Ja, da war doch so etwas von die Menschen, die jetzt unmittelbar, also wenn ich jetzt im Gegenüber sitze, sehr unter großer Bedrängnis einen Traum erzählen, wenn ja. Überhaupt, oder wo das so vielleicht nach langer Zeit kommt und also wo so der Kontext zwar auch schon vielleicht insofern klar ist, äußere Kontext also mit dem zusammen ist, aber wie gehen Sie damit um? Das klingt immer in Ihren Beispielen so leicht und das ist auch meist, sagen wir mal, die Beispiele sind natürlich aus so gewählt. Bereichen, Seminaren, Vorerfahrungen. Nein. Definieren Sie mir nicht alle Patienten weg. Dass die Welt schön geteilt ist. Sie haben die Patienten, wo es wirklich schwer ist und das Aufatmen so wichtig ist und ich habe keine solche. Nein, ja, ich bin der Beziehung unverbesserlich. Wenn ich jetzt einfach mal ganz konkret ein Beispiel, wie würden Sie beispielsweise hier, da kann man ja auch einen Kontext herstellen, also jetzt dieser Traum, der davor ja. Ist, dass Sie das Vorfragen haben, mit Mühe und ja. Spürbarem, Schwere, was wäre da zum Beispiel ein Ja, das hängt ja sehr davon ab, wie ich diese spürbare Schwere einschätze. In der Transaktionsanalyse haben wir ja diese Theorie der Antreiber. Also die Frage, ich soll das Video die Frage wiederholen, wie würde ich damit umgehen, wenn jemand spürbar mit Schwere nach längerer Bedrängnis einen Traum erzählt und der Traum verspricht, so wie ich sie verstehe, eine Erleichterung darzustellen, ihn aussprechen zu dürfen. Ja, aber Und Mühe macht. Ja. Und das hängt sehr davon ab, wie ich das interpretiere, was ich wahrnehme. Ich würde es, im einen Fall würde ich annehmen, dass das eine wichtige Geburt ist und würde ihr beistehen, so gut es geht.
Wenn ich aber den Eindruck hätte, dass das immer dann, wenn was Wichtiges geschieht, diese Person sich chronisch Mühe macht, ne, das ist der dränglich Antreiber, den wir in der Transaktionsanalyse haben, dass Menschen das Weltbild haben, es hat nur Wert, wenn es mit Mühe und Geburtsschmerzen hervorgebracht ist, dann würde ich diesen Vorgang vermutlich stören und versuchen, dasselbe Kind auf leichte Art zur Welt zu bringen. Wobei ich die Chronizität gar nicht so sehr abheben wollte, sondern dass das jedenfalls in einer Therapie oder so einfach das vielleicht sogar das erste Mal passiert. Ja, dass es das erste Mal ist, heißt das nicht, dass es ein problematisches Muster ist und dass ich es gleich unterbrechen darf. Sonst verfestigt sich zwischen uns vielleicht die Therapiewirklichkeit, dass wir uns darauf einigen, dass wenn etwas Mühe macht und unter Stottern hervorgebracht wird, dass es dann wertvoller ist, dass es mehr Aufmerksamkeit verdient und dass man das Ergebnis auch eher wertschätzen darf, als wenn es einem plötzlich so einfällt und beide lachen. Man muss gucken, welche Wirklichkeit wird damit gestaltet. Und im einen Fall würde ich so, im anderen Fall würde ich so damit umgehen. Können Sie das akzeptieren? Und Sie haben recht, ich betone jetzt sehr eine bestimmte Seite des Umgangs damit. Es gibt Traumgeschehen und Umgang mit dem Träumer, da bin ich einfach auch mitergriffen von dem, was geschieht. Und zum Teil ist es einfach das Zeuge sein dürfen. Da bin ich auch gar nicht als Wirklichkeitsschöpfer und Krisenauslöser gefragt. Das an der Stelle vollzieht sich einfach was und ich darf Zeuge sein, darf es miterleben. Das ist ein Geschenk. Und das ist übrigens nicht das, was das dann für mich ein menschliches Beieinander. Das ist nicht das, wofür ich bezahlt werde. Das andere, dafür werde ich bezahlen. Deswegen muss ich dafür auch eine gute Ausbildung machen, damit ich mein Geld wert bin. Ja, Träume schaffen auch sonst noch sich selbst Kontexte, um es mal so salopp zu sagen, zum Beispiel dadurch, dass sie in Serie auftreten. Wenn drei Träume hintereinander in der Nacht geträumt werden, gehe ich probehalber mal davon aus, dass alle drei aufeinander bezogene Dinge erzählen. Auch wenn auf der konkretistischen Ebene die Art der Inszenierung, wie die Story scheinbar völlig verschieden ist. Das heißt, ich versuche ein gemeinsames Gestaltungselement in den Träumen herauszuarbeiten. Ich sage mir, es muss sich der Regisseur was dabei gedacht haben, diese drei scheinbar so verschiedenartigen Stücke zu einem Potpourri an einem Theaterabend zusammengestellt zu haben. Probeweise, gibt vielleicht nicht viel her. Wenn ich einen Bezug feststelle, ist die Frage, welche Art ist der Bezug? Auch da müssen wir eine Erfindung machen, eine Annahme. Manchmal habe ich den Eindruck, es wird das gleiche Thema wieder und wieder erzählt. Nur mit anderen Stilmitteln, als wollte der Traumregisseur kein Mittel ungenutzt lassen, mir dasselbe zu erzählen. Also zum Beispiel, ich komme nach Hause, will in meine Wohnung und ich merke, ich habe den Schlüssel vergessen. Nächstes, ich denke, sowas Blödes und klingle Sturm bei den Nachbarn. Nächster Traum, ich versuche mit meinen Eltern zu sprechen und ich merke, es gelingt mir irgendwie nicht, Zugang zu ihnen zu finden. Sie verstehen mich nicht. Und dann bin ich wütend und sage, okay, dann verbringe ich die nächsten Ferien beim Onkel. Nächster Traum, ich schwimme am Strand, ich habe den Auftrag, ein Schiff zu bergen, bin als Taucher unterwegs, schwimme runter, es ist erkennbar, dass alle Türen verklemmt sind, ich will den Schweißbrenner nehmen und will den Rumpf aufschweißen, aber plötzlich wird mir klar, dass ich das gar nicht kann. Ich bin nämlich eigentlich kein ausgebildeter Taucher und auch kein ausgebildeter Schweißer. Ne? Jetzt diese drei Geschichten, völlig andere Szenerien, ich habe sie aber jetzt ein bisschen zusammenhängend definiert. Ne? Wie ist es mit Zugangssuchen, das erste, die eigene Haustür, Schlüssel vergessen,
Sturmklinge bei den Nachbarn. Das zweite, Zugang zu suchen zu den Eltern als Person. Dritte Geschichte, ich will professionell etwas heben, ein gesunkenes Schiff. Was ist es, das Familienschiff? Die Türen sind verklemmt, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Ich versuche da dran zu gehen und irgendwann wird mir klar, das ist gar nicht mein Metier. Und dann kann ich die Erkenntnis vom Letzten sagen, angenommen, die hättest du im zweiten Traum auch schon gehabt. Wie hättest du dann, welchen Schluss hättest du dann aus dem Gespräch mit den Eltern gezogen? Also da kann man dann hin und her spielen und auch Weiterentwicklungen rückbeziehen auf andere Themenebenen, die davor gewesen sind. Bitte. Die Frage ist es, dass ich, wenn ich diese möglichen Kontextebenen erstmal akzeptiere, dass ich ja Millionen Kontextebenen und an jeder Stelle Millionen Alternativen habe, ob ich einen roten Faden habe, Leitsuchhypothesen, mit denen ich vorgehe. Meine Antwort ist nein. Ich lasse mich anmuten mit all dem, was ich bin und gelernt habe in der Situation und wähle dann irgendeine dieser Ebenen aus. Es ist schwer zu sagen, wie genau. Das hat was mit allen seelischen Funktionen zu tun, mit Ahnen, mit gefühlsmäßig bewerten, mit Wahrnehmen, mit Denken, mit Schlussfolgerungen, Zusammenhänge herstellen. Und es entstehen in mir auch einfach professionelle Reflexe, natürlich auch Gewohnheiten, die ich mag, solange sie funktionieren. Nur versuche ich aufmerksam zu bleiben, welche Gewohnheiten ich entwickle und dann, wenn sie nicht gut, nicht zu konstruktiven Wirklichkeiten führen, versuche ich die Gewohnheiten wieder loszulassen. Das ist das, was Varela und Maturana sagen, es ist schrecklich. Wir erkennen irgendwann, dass die Grundlage unseres Handelns bodenlos ist. Wir schwimmen und wir sollten das akzeptieren. Und was die verschiedenen Schulen uns geholfen haben, ist aus dieser grundsätzlichen Überkomplexität an jeder Stelle Auswahlen zu treffen. Das Problem ist nur, dass uns oft nicht richtig klar wird, nach welchen Kriterien wir die Auswahl treffen, sondern dass es zu einer dogmatischen Auswahl wird, die manchmal gut ist, wenn wir diese Wirklichkeit erfolgreich in Szene setzen, die mit dieser Auswahl verbunden ist und die manchmal erfolgreich ist und viel zu umständlich oder viel zu einfach, sodass sie den anderen zu einem fröhlichen Akzeptieren nötigt und doch sind wichtige Themen nicht angesprochen. Wir können zu dieser Art von Komplexitätsreduktion ja jederzeit gerne Zuflucht suchen, wenn wir wissen, das ist eine gewählte Zuflucht und wir müssen nicht von der Seite dran gehen. Ja, es ist halb. Gibt es Fragen, Kommentare im Moment? Ich hätte gerne, ich habe Ihnen ja viel zugemutet jetzt. Ich hätte gern ein paar Worte noch gehört, wie es Ihnen damit geht oder wie Sie das jetzt beurteilen, dass ich Ihnen so viel zugemutet habe. Anstöße zum Weiterdenken. So, hat sich dafür gelohnt, so viel zugemutet zu kriegen? Ja. Ja. Nach und nach ist es spürbar geworden. Ja, ich bin auch präsenter geworden nach und nach in der Art der Präsentation. Mhm.